In meinem Sommerurlaub hat mich dieser Krimi definitiv sehr gut unterhalten. Andreas Storm, das neunte Gemälde. Solide Krimi-Unterhaltung. Das Thema ist Raubkunst im Dritten Reich. Ein Kunstschätzer wird angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein verschollen geglaubter Picasso wieder aufgetaucht ist. Es ist nicht nur ein spannender Krimi, sondern hat mir auch noch sehr gut gefallen, weil man viel über den Kunstbetrieb erfahren hat, wie der kommerzielle Kunstbetrieb funktioniert. Ich fand es super, gut geschrieben, nicht zu brutal, solide Ermittler, kann ich eigentlich nur empfehlen, hat was Historisches und man nimmt auch noch ein bisschen mehr mit außer Unterhaltung.